Danke, Herr Präsident, Herr Finanzminister, Hohes Haus, werte Zuseherinnen und Zuseher. Also es ist schon sehr eigenartig, wenn ein Vertreter der SPÖ rausgeht und den Finanzminister beflegelt, als ob der Finanzminister die Schulden gemacht hätte. Die Schulden hat nicht der Finanzminister gemacht, sondern mit maßgeblicher Unterstützung Ihrer Fraktion, das heißt Rot und Schwarz, haben hier die Schulden fabriziert. Aber nun zum Thema, zum Mittelstandsfinanzierungsgesellschaftengesetz 2017. Die Neuregelung des Steuerregimes für Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften wird den Zielsetzungen aus den erläuternden Bemerkungen nur teilweise gerecht, und zwar insbesondere was die regulatorischen Beschränkungen betrifft. Negativ ist hier anzumerken, dass weiterhin lediglich Kapitalgesellschaften als Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften fungieren können. Personengesellschaften sind hier weiterhin massiv benachteiligt, obwohl eigentlich transparente Personengesellschafts- und Fondsstrukturen sowohl in der österreichischen Praxis als auch im internationalen Bereich vorherrschend sind. Transparente Fondsstrukturen ermöglichen einen Kapitalabruf bei Vorliegen einer Beteiligung und ermöglichen auch andererseits eine rasche Rückzahlung des Kapitals nach einer Beteiligungsveräußerung. Diese Möglichkeiten sind bei einer Kapitalgesellschaft nicht gegeben. Von einem Finanzminister würde ich mir eigentlich erwarten, dass er sich hinsichtlich der Rechtsform von Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften an die Bedürfnisse der Wirtschaft orientiert und nicht Rahmenbedingungen schafft, die den Bedürfnissen der Wirtschaft nicht gerecht werden. Zum Mitarbeiterbeteiligungsstiftungsgesetz 2017. Jedes Gesetz, welches der Mitarbeiter am Unternehmen ihrer Arbeitgeber steuerlich begünstigt, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Mein Hauptkritikpunkt am Mitarbeiterbeteiligungsstiftungsgesetz ist aber, dass dadurch ausschließlich Mitarbeiter von Aktiengesellschaft gefördert werden. Das heißt, das ist ein reines Minderheitenprogramm, Herr Finanzminister. Alle Mitarbeiter, die nicht von Aktiengesellschaften beschäftigt werden, sind hier auch weiterhin steuerlich benachteiligt. Und diese rechtsformabhängige steuerliche Benachteiligung, Herr Finanzminister, die muss beseitigt werden. Abschließend darf ich auf eine weitere steuerliche Ungerechtigkeit verweisen, und zwar auf die kalte Progression. Obwohl SPÖ und ÖVP immer wieder erklärten in der Vergangenheit, dass die kalte Progression abgeschafft werden muss, fehlte der Regierungspartei der Mut, aber auch die Fairness, dies auch zu tun. Die ÖVP schiebt die Schuld auf die SPÖ und die SPÖ begründet ihre ablehnende Haltung mit der sogenannten Budgethoheit. In Wirklichkeit will die SPÖ weiterhin die Möglichkeit haben, im Rahmen von Steuerreformen Geld zu verteilen, das sie den SPÖ-Wählern und auch den anderen Wählern, also den Steuerzahlern, vorher abgeknöpft hat. Damit es in Zukunft nicht mehr die Möglichkeit gibt, Steuerreformen auf Kosten der Steuerzahler zu machen, stelle ich folgenden Antrag zur Abschaffung der kalten Progression. Abänderungsantrag der Abgeordneten Fuchs und Strache zu Top 2. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen. Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag wird wie folgt geändert. Erstens, Ziffer 1 lautet, erstens, in § 33 wird folgender Absatz 1a eingefügt. 1a, der Bundesminister für Finanzen wird ermächtigt, zur Abgeltung der Inflation die Tarifstufen des Absatz 1 einmal jährlich im Verordnungsweg zu erhöhen. Die Verordnung ist spätestens bis 31. Juli eines jeden Kalenderjahres im Bundesgesetzblatt kundzumachen und gilt für die jeweiligen Tarifstufen ab 1. Jänner des Folgejahres der Kundmachung. Zweitens, die bisherigen Ziffern 1 und 2 werden zu 2 und 3. Die FPÖ unternimmt also noch einen Anlauf, die noch Regierungsparteien zur Abschaffung der kalten Progression zu bewegen.